Das gefällt mir. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? Ja, ich kam nicht mal ins Schwitzen. Da ist wohl einer hoch. Wie dem auch sei, du wirst bei der... Und geh zur Rüstkammer. Dort liegt deine... Ja, Vogt. Meister Vogt, gibt es hier... Nichts, was mich... Ich möchte lesen. In Uschitze lebt ein Schreiber. Ich soll meine Ausrüstung hin... Name? Heinrich. Und? In Herrn Ratzig-Kobiller. Yep. Also dann, wenn ich mich recht entsinne, bekommst du... Hey. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und... Ich meine Ausrüstung. Was soll das?
Himmel! Pass auf, wo du hingehst. Das Rataya Lehen ist recht groß. Selbstredend hat es hier in der Stadt seinen Ursprung und erstreckt sich entlang der Sasau bis nach Kohelnitz. Dann sind da der Galgenberg und viele abgelegene Höfe rundherum. Neuhof, Merhujet, Meister Smil kümmert sich um Herrn Hanus Stelle. Er ist mit Abstand sein bester Vasall. Für Neuankömmling ist das alles etwas kompliziert, nehme ich an. Dieser Herr hier, dieser Herr da, diese Ausnahme hier, die andere dort, Ausnahmen von Ausnahmen, Recht auf halbe Sachen und so weiter. Es würde ein Jahr dauern, sich darauf einen Reim zu machen. Dieser Turm hier war nur halb so groß, als ich ein Knirps war. Herr Hanusch ließ ihn ausbauen und machte daraus eine Rüstkammer. Zu betteln. Aus Skalitz stamme ich. Und ihr wisst schon. Gott sei mit dir, Benesch. Wie geht's? Geht schon, Nachtigall. Ist ruhig heute. Gut. Wo ist eigentlich Moimir? Sollte er nicht hier bei dir sein? Alles verloren. Ja. Mein Heim, meine Familie, mein Auskommen. Ah, verstehe. Zeigt Gnade. Na, wo könnte der sich nur rumtreiben? Weiß nicht. Du weißt nicht, hm? Lass mich dir etwas sagen. Wenn der Vogt rausfindet, dass Moimir faulenzt, steckt er tief in der Scheiße. Du als sein Freund willst das doch nicht, oder? Nein. Es wäre also besser, wenn ich das in die Hand nehme, ja? Ja, schätze schon. Also, wo steckt er? In der Schenke. Hatte Durst, also... Ging er auf ein Bier. Wir wissen doch, wie das läuft. Komm, Heinrich, suchen wir diesen Müßiggänger. Und du bringst ihn dann besser zur Vernunft. Wenn du am Tor sein solltest. Ah. Beweg deinen Arsch und bewach das Tor. Ich. Schweig und beweg dich. Hast Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht der Vogt. Oder gar Hauptmann Bernhard. Da ist es schon. Setz dich zu mir, Heinrich. Lass uns was trinken. Hat mich ganz schön erzürnt. Mich auch, dieser faule Sack. Meine Rede. Gerade jetzt, wenn wir jedes Paar Augen brauchen. Man kann nie wissen, wann die Kumanen kommen. Aber genug davon. Versauen wir uns nicht den Tag. Hör mal, da wir schon hier sind, wie wär's mit einem Spiel? Warum nicht? Ein Bier, bitte. Hier, wohl bekommst. Moment. Hier.
Hier, wohl bekommst. Na, bitte sehr. Auf gute Gesundheit. Das war's. Auf gute Nachbarn. Du bist. Wieder alles verschüttet. Mal sehen. Weitermachen bringt nichts. Das war's. Bin fertig. Gern geschehen. Aber jetzt wird's was. Ich glaub's nicht. Das war's. Das war's. Jetzt du. Nur noch eine Sache, dann sind wir für heute Abend. Das Ende des Tages einläuten und die Schenken schließen. Ist es nicht noch etwas früh? Ich weiß nicht, wie es in Scarlet war, aber in Ratai machen wir zu dieser Stunde dicht. Außer bei Jahrmärkten und Festen. Dann machen... Verstehe. Soll ich die Glocke läuten? Wenn du schon fragst, die Glocke... Mach ich. Bevor ich's vergesse, es ist verboten, im Dunkeln ohne Fackel durch Ratai zu gehen. Was zur Hölle machst du da?
Köpfe rum. Hat er. Aber als ich gesagt habe, er soll wegen der Wartezeit was drauflegen, hat er mir fast den Kopf abgerissen. Wo du hingehst. Auch noch wach? Der Tag hat zu wenig Stunden. Gelobt sei Jesus Christus, Herr. Wird sie dort bleiben? Ein. Sie ist jetzt mit dem Henker zusammen? Bei Gott. Und der Domherr von St. Wenzel in Olmütz war so besoffen, dass er das Schwein auf den Marktplatz trug, sattelte und darauf durch das Stadttor ritt. Das kann ja noch eine Weile dauern. Genug! So sprichst du nicht mit mir, klar? Ich... Verdammt! Aber. Weiter, edler Herr, maßregle ihn. Verdammt! Sag ihn zu frei! Sag ihn zu frei! Ich weiß nicht weiter. Das wird ihn leer! Das wird ihn leer! Sich auf die Kleinen haben sie sicher geschützt und alle anderen auch. Kruzifix! Was in Herrgotts Namen geht hier vor sich? Was ist? Antworte mir, verdammt! Dieser Ochse hat mich beleidigt. Ich musste ihm eine Lektion erteilen. Indem du dich im Dreck wälzt wie ein Schwein? Ja, das zeugt doch von edlem Verhalten. Herr Hanusch, der Vogt befahl mir die... Sei still! Halte deinen Mund, du kannst wirklich froh sein, dass du aus Ratzigs Gemeinde stammst. Bist du denn völlig des Wahnsinns? Erhebst die Hand gegen einen Edelmann. Und du, Hans, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass es vielleicht gut für die Moral sein mag, sich mit seinen Untergebenen zu betrinken, es deinem Ruf jedoch schadet. Du verbringst all deine Tage saufend und weiberjagend. Was egal wäre, wenn du auch deinen Verpflichtungen nachgehen würdest. Jetzt sehen wir...